Hey, hey, hey! Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Skyfact 2.5. Jetzt wieder mit David! Hey! Und in den letzten Folgen haben wir die Deep Storage Units gemacht und haben das alles dann hier angeschlossen und deswegen haben wir jetzt ganz viel Zeug. Gut. Warte mal. Was? Wenn ich lasse mal 11.000, okay. Deswegen sind die Produktion auch zum Global durchgelaufen. 20.000 Rubberwood. Das ist so viel. 20. Das ist nur so wenig Aluminium. Echt? Nur so wenig? Wie viel haben wir nur denn? 350 Shiny. Oh. Ja, ich weiß nicht, warum. Shiny hätte ich wahrscheinlich gar nicht anschließen sollen. Es gab ein paar andere, da hatten wir mehr, aber ich wollte alles, was unendlich ist, anschließen. Wir haben auch nicht so viele Edit-Sports, aber ja. Ah ja, stimmt, genau. No, der Sand. Der Sand wurde. 25 Elektrum. Elektrum musst du machen, du Mongo. Oh! Wo hab ich denn Elektrum drin? Elektrum wird gecraftet. Ja, wo hab ich da Elektrum drin? Junge. Okay, krass. Dann hab ich das möglicherweise übersehen. Jedenfalls wurde die ganze Zeit leider kein Quarz hergestellt und so weiter, kein Sand gesiebt, weil hier haben wir eine fast voll Dia-Chest, die ist eben bald noch ganz voll. Denn hier wurde einmal ein Kohleblock gesiebt, neun Kohle zusammengecraftet, wie auch immer die reingekommen sind. Deswegen hatten wir ja einen Kohleblock drin, deswegen wurde hier nichts. Guten Tag, wir nehmen gerade auf, wir sind nicht im Aufnahmeraum. Moment. Tja. User was moved out of the channel. Channel switched. Okay. So. Moved. Ups. Wo ist der Enderman hin? Mach Bild wieder so. Mit denen hatte ich auch zwischen die Probleme. So, das heißt theoretisch, wir brauchen jetzt eigentlich einen besseren Furnace. Und wir müssen vorher noch ganz kurz ein paar Speed-Upgrades bauen für die Ingots, denn hier wird allgemein zu langsam rausgezogen. Das heißt, wir brauchen mal ganz kurz ein, zwei Speed-Upgrades. Haben wir noch welche? Wahrscheinlich nicht. Ich habe das jetzt schon. Das ist jetzt nicht schwer, welche zu machen. Nee, ich weiß. Vielleicht noch einen anderen ME-Crafting-Terminal bauen. Warum? Weil es ein bisschen nervig ist, wenn wir uns hier zu zwei teilen. Ja, stimmt. Das ist mir auch schon aufgefallen, dass wir keine mehr hatten. Ich habe mich schon gefragt, warum, aber es war mir dann auch egal. Ich wollte den machen, aber wir hatten ja kein Quarz. Ja, ich dachte, wir hatten noch mal zwei. Wo sind denn der zweite hin? Ja, für das Kabel. Hä, hey, was? Wir haben ein Kabel zu wenig dafür. Ach so. Wenn wir jetzt eins haben, dann kann ich das machen, aber... Ich brauche noch ganz kurz ein paar mehr Redstone-Blöcke. So... Haben wir anscheinend nicht. Haben wir nicht? Also Quarz, Moment, Quarz, aber haben wir gleich trotzdem, ich guck mal jetzt in die Kiste. Denn, es wird zwar nicht viel produziert, weil Magical Crops dauert ein bisschen mit dem Wachsen, aber etwas wurde produziert. Wir haben hier, die Mini-Kohle-Sets wurden nicht produziert, weil ich hier den Filter vergessen hatte. Aber wir haben ein bisschen Kohle-Sets, ein bisschen Nature Essence, ein bisschen Nether Essence, Quarz Essence und Redstone Essence. Okay, da habe ich keinen Bock drauf. So, dann gucken wir mal, was kann man irgendwas aus der Quarz Essence machen, außer Quarz? Ja, Enchantbox. Und Pure Nether Quartz Crystal. Interessant. Aber egal, wir machen erstmal. Kann ich? Okay. Etwas. Vielleicht kümmere ich mich darum, nochmal ein bisschen effizienter zu werden und nochmal so. Ich tausche alle Survivalist Generators durch Survivalist Generator Epic. Weil dann verbrauchen wir auch viel weniger Kohle. Okay, das wäre gut. Weil momentan wird vielleicht nicht genug Kohle hergestellt. Also schon genug, aber nicht. Nicht stark im Überfluss. Das wäre natürlich wünschenswert. Oh wei. So. Genau. Kostet mich nur ein bisschen Redstone, ne? Oh. Aber ja, haben wir genug. Machen wir mal 8 Speed-Upgrades rein. So, such schneller, mein Freund. Brauch ich noch. Den ganzen Stuff. Einen davon habe ich. Also die Baumfabrik funktioniert auch hier alles. Alter, wie viele? Hier sind nur Rubber Saplings drin, Digga. Die ganze Kiste sind nur Rubber Saplings. Moment, heißt die Produktion stehen geblieben? Nee, oder? Oh, Moment, funktioniert? Das Ganze funktioniert jetzt gar nicht mehr. Haben wir echt keine Redstone-Blöcke mehr? Lol, ich glaube, das Ganze ist verstopft. Ich glaube, die Farbe funktioniert gar nicht mehr. Also, nicht, dass wir noch was brauchen würden. Vor allem, wie viel. Schon mal eine Frage, wie viel Dirt haben wir? Achso, da ist gar nichts mehr produziert worden. Was? Weil ich ja allgemein die Blattproduktion abzwacken musste. Geht das mit den Rubber des Saplings eigentlich? Müsste ja auch gehen. Ja, das habe ich auch schon überlegt, aber ich war zu faul, den Filter umzumachen. Mach das doch, weil. Wo war denn jetzt die Erdeproduktion? War das da? Die ist unter uns. Das heißt, da können wir dann. Rubber Sapling. Genau. Ah ne, warte. Ich suche jetzt die ganze Zeit für Inventare dafür. Irgendwie kümmere dich so darum, dass die Hälfte zur Kiste die Hälfte runter geht oder so. Verdammt. Oh. Dann mache ich es einfach so. Da unten jetzt in den Filter.
auch eintrage. So. Dann such du mal. Wieder Upgrades hier sind ja 5, dann machen wir hier einfach mal, wenn es ein bisschen weniger funktioniert, ja, nur 2. Okay, machen wir 3. Ah, 3 Speed Upgrade. Oh, ganz viel Rubber, yay. Hätte ich eigentlich auch theoretisch Inventarplatz, der Harvester? Oder wo wird das Ganze gespeichert? Weiß ich nicht. Irgendwo muss ja ein bisschen gespeichert werden. Yay, es arbeitet wieder. Ah ja, und dann sollte ich vielleicht wieder Sheer Leaves bei dem einmachen. Sheer Leaves bei dem einmachen. Aber jetzt schierst du wieder Leaves. Kann der überhaupt die Leaves von dem wegmachen? Aber Leaves? Doch, müsste gehen. Es leckt gerade ein bisschen. So, was haben wir jetzt eigentlich noch vor? Wow. Gerade. Ich brauche Kisten. Ich weiß es gar nicht. Was haben wir jetzt eigentlich jetzt vor? Vielleicht noch ein bisschen mehr von dem Magical Crops Zeug? Ja, kümmere dich mal darum. Mach mal einfach. Ich kümmere mich um die Energie gerade. Ja, ja, klar, ist kein Problem. Das heißt, dann würde ich erstmal noch ein paar Nether-Quarz-Dinger machen. Das brauchen wir gerade am dringendsten, würde ich sagen, oder? At Magical Crops. Jetzt hat mir viel Stone. Genau. Dann. What? Mit TZ. Ich verwechsel immer wieder mit TZ und ohne TZ. Das ist, Zerdus-Quad-Seeds brauchen wir nicht. Das heißt, wir brauchen Mini-Kyo-Seeds. Machen wir aus Seeds und Mini-Kyo-Sense. Okay. Seeds. Ganz dumme Frage. Macht man Seeds? Okay. Erde 7. Aha. Haben wir Seeds? Nein. Aber Mini-Kyo-Seeds. Wow, ich bin einfach gleich fertig. Wir brauchen mir viel mehr Seeds. Das heißt... Mit dem nächsten davon, also das ist übertrieben. Oh, ich sollte vielleicht auch davon ein paar machen. 1, 2, 3, 4, 5. Scheiße, ich bin nicht fertig. Okay. Ich sieht mal, glaube ich, einen Stack Erde durch oder so. Wobei es ist ziemlich langweilig. Übrigens habe ich die normale Sieve. Warum habe ich da gerade welche? Ich habe Emeralds rausgeworfen. Übrigens habe ich die normale Sieve nach unten getan. Warum hast du da die Kabel drunter gemacht? Oh, was? Achso, ne, alles gut. Alles gut. Okay. Ups. So, das wäre jetzt ziemlich langweilig, das jetzt zu machen. Oh, oder was eigentlich was angekommen? Ja! Was denn? Ah, oh! Was schmilzt? Was wird das? Was wird das? Das ist gerade ein Crafting Table, der funktioniert. So wie Laser von Wildcraft ungefähr ist das. Ah. Nee, ich weiß, was. Eigentlich weiß ich, was es ist, aber ich dachte, es kann nur schmelzen, tatsächlich. Nein. Ah, das ist cool. Damit kannst du auch zum Beispiel die Magnum. Oh, kannst du nur mit den QED-Rezepten dabei bearbeiten? Bestimmte Rezepte kann ich nur mit dem QED machen. Ah, das ist okay. Okay, ich dachte, wir haben mich schon gefragt, warum machst du so einen Ofen, wenn wir das gar nicht brauchen, weil wir haben keine Erze. Das ist interessant. Das braucht ziemlich lange. Ich weiß. Jetzt kannst du noch Erde sieben. Ja, viel Spaß. Nein. Doch. Okay. Juhu. Ich hab keinen Bock mehr. Fuck you. Okay. Heißt, was brauchen wir sonst noch? Wir brauchen ein bisschen Netherquarz. Wir brauchen Imperio-Sense. Imperio-Sense ist krass. Heißt, wir brauchen einen Strong. Das sieht lustig aus. Okay, wir wollen mal, wir haben gerade 16, wie viel Netherquarz haben wir drin? Nether. Wir haben 24 Netherquarz drin, das reicht dann theoretisch für 6 Essenzen, das heißt wir brauchen 6 mal diese 4. The Taste. So gut. Ja, wieder 24. Was? So gut. Hui. Nice. Nee. Das heißt, du brauchst 6 mal 24. Ich damit das nicht auf, ne? Naja, mach ich später. Ja, 4 mal 24. Das mal 4, das mal 4. Also 24 mal 4 mal 4 mal 4. Alles klar und so viel. Wie viel FPS habe ich gerade? 60. Wie viel FPS habe ich jetzt? Nur noch 60, okay. Also, warum habe ich den Survivalist Generator drin? Keine Ahnung. Das heißt, ich brauche. Ja, ich habe hinten noch ein paar Deep Storage Cubes. Ich will mal gucken, wie viele Bags da drin sind. Wenn man zu faul ist zu rechnen, holt man einen Taschenrechner. Mal 4. Oh.
Oh nein, fuck. Ich hab mich verrechnet. Mit dem Taschenrechner, oh. Nice. Ups. 1536, willst du mich verarschen? Dann komm mal zur Farm. Ist ja ultra interessant. Jo. Ich komme. Oh. Okay. Achso, zu der Mob-Farm. Ja. Hui. Hey, was ist denn das da so interessant? Back and back. Was? Du kannst übrigens auch einfach mit dem. Ich weiß. Das habe ich. Das vergesse ich immer wieder und ich weiß, dass es geht. Ich vergesse gut, dass ich jetzt Essen habe. Nice. So. Rechts noch lieber nach. Ich glaube nämlich nicht, dass das über 1500 sind. Oder? Kann das so viel sein? 24. Mal 4. Mal 4. Mal 4. Das sind 1536. Ach, was mache ich denn da? Ich hab mich mal genannt. 1500. Survival Generators, okay. Moment. 1536 durch 64. Genau 24,6. Cool. Logischerweise, weil 4 mal 4 mal 4, boah, hätte ich auch so aus. Also 4 mal 4 ist 64. Voll Idiot, egal. Ach. Also ich brauche 24 Stacks von Mini-Q-Sets. Was? Als ob, Mann. Als ob. Hä? Als ob. Als ob. Ernsthaft? Ja. Wie kriege ich Mini-Q-Sets? Achso, ja, entweder durch. Wow. Wir haben nicht zufällig so viele Mini-Q-Sets, oder? Wo war der Teleporter da? Mini-Q-Sets, wo bist du? Da bist du. Haben wir so viel Mini-Q-Sense, dass du ein Deep Deutsche Unterfangen gemacht hast? Nee. Oh. Schade. Oh, Mini-Q-Sense. Jetzt später. Ich habe kein Kobbys mehr. Laurel Pink Powder. Geil. Da ist ziemlich viel Schrott drin. Wofür brauchen wir so viel. Was ist Power Pink Powder, Alter? Braucht man so eine Scheiße? Was? Hier, Flower Pink. So, das heißt, ein bisschen Rüstung können wir wegwerfen. Weiterhin. So. So. Wahrscheinlich kann man keine Deep Storage Units für Bögen richtig machen, oder? Mal ein paar Sachen einfach stacken. Mini Hero Sense, juhu! Miniature Red Heart. Bisschen Redstone. Glowstone. Ja. Glowstone. Und Glowstone. Dann können wir ein bisschen Mini-Cures ins reintun. Wollte ich irgendwie ein zweites Emil-Terminal machen? Wolltest du doch. Das wolltest du doch. Wolltest du doch. Wolltest du doch. Wolltest du doch. Das wolltest du doch. Wolltest du doch. Okay. Emil-Terminal. Huh. Also Terminal haben wir ja. Brauchen nur kann ich gerade? Achso, wir haben das Terminal schon. Wir haben es doch schon. Können wir mal gucken. Ja. Wow, das heißt, du brauchst bloß fucking Kabel. Ja. Das Ding kannst du auch einfach hier an der Seite einfach so. Up. Mach vielleicht doch nicht. What the fuck? Alles klar. Geil aus. Okay, Moment. Wo können wir es denn hinmachen? Brauchen wir einen zweiten Drive oder was machen sonst? Was ist hier? Ein Technical Block? Ich glaube, den kann man wegmachen. Nein, ist gut. Gut, ist gut. Also nicht. Machen wir den Technical Block weg. Ja, die. Scheiße, der ist runtergefallen. Bist du noch da? Ja, der Technikblock ist noch da. Oh, falsch rum. Egal. Warum? Egal, passt schon. Ach so. Hä? Nein, passt nicht. Hä? Wie? Du Idiot. Man muss doch von oben blenden. Nee, hä? Was du? Das sind andere Blöcke. Ach so. So, ich verstehe. Das ist also mit Chisel kenne ich mich sehr gut aus, Julian. Ja. M.E. Glasscable. Da. Okay. Moment. Ganz kurz. Bim. Cool. Moment. Ganz kurz. Und bim. Hast du, hä? Was denkt sich denn das scheiß Ding so, Bums? Lol. Oh mein Gott.
Jetzt hast du dein Terminal, der ist rechts, weil du bist rechts, dann rechts ich. Was? Ah, okay. Gute Erklärung. Jetzt brauche ich wieder zwei von dem Mann. Scheiße. Oh, ich spiele Minipios jetzt. Cool. Minipios jetzt, geil. Oh, ich muss Bedrockium machen, fuck. Okay, das heißt aber auch, dass ich jetzt weniger Quarz habe, richtig? Heißt, jetzt brauche ich nur 22 Stacks von dem Scheiß. Minipios jetzt. Oder ich mache einfach weniger Pflanzen. Das heißt, ich mache nur 16 Pflanzen. Das heißt, ich brauche nur 16 Stacks. 1, 2. Fuck you. Nein. Oh. 1, 2, Mini. 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Mach ich halt nur 12 Pflanzen, ist auch okay. Infusion. Infusion. Ein Weak Infusion Stone, ein Regular und ein Strong. Bist du jetzt am rechten oder am linken? Ich bin am rechten. Okay. Idiot. Was? Habe ich eigentlich weniger gefühlt? Ach nee, es ist noch nicht sortiert, okay. Alles gut. Brauche ein Weak Infusion Stone, fuck you all. Geht denn der? Alles klar, so spüren wir jetzt auch wieder. Fuck, wie mache ich das denn jetzt? Ich weiß nicht, was ich mache. Ich brauche nur 44. So. Alles klar, es braucht ziemlich viele Essenzen. So, dann machen wir 1, 2, 3, 4. So. Aha, Problem gelöst. Bedrock, Junge, wie mache ich dich denn? Dann brauche ich Fusio Sense, da kann ich auch den Regular Fusion Stone nehmen. Achso. Oh, keine 48 davon. Dann den Strong Infusion Stone. Perio Sense, 12 Stück. War das jetzt falsch? Ich weiß es gerade nicht. Ich nehme euch mal alle Quadrupel. Ihr seid oder so nachher weg. Quad Seeds. So. Leute, da kommen ja dann. Oh mein Gott, ich brauche ja viel mehr. Habe ich halt nur 3 Pflanzen hingestellt. Ist auch okay. Das heißt, ich brauche jetzt aber wieder Mini-Q-Seeds. Und die mache ich mit. Auch mal kurz dein Crafting-Tablet. Warum das denn? Weil ich nicht, dass das. Jetzt. Oh, dieser Effekt. Das ist so geil. Julian. Geil. Boah, nice. Ist eigentlich echt voll cool. So, dann. Boom, 1, 2, 3. Boom, und mehr war wieder nicht das Zeug da. Alter, wie viel die Dinger kosten, Alter? Quark Seeds. Überteuert es, fuck. Krieg ich das Bedrockium wieder? Hab ich dir schon dahin gelegt? Nee, ich hätte es mir eh getan, glaube ich. Ah, super. Naja, richtig schlimm. Richtig schlimm. Wie langsam ich gehe. Hey, jup, jup. Okay, mach ich die Farm jetzt einfach um 2 Blöcke größer? Gut, ich mach's jetzt einfach so. Voll gut. Dazu kann ich die Farm ein bisschen vergrößern, nehme ich besser ab. Kann man die Upgrades upgraden? Eigentlich voll gut. Upgrade. Upgrade. So kann ich die. Hab ich überhaupt gerade ein Upgrade drin? Ich hab gerade kein Upgrade drin, ne? Hab ich gar nicht, okay. Dann können wir gleich mal zu einer großen Farm upgraden eigentlich. Infinite Uses für eine Bedrockium-Waffe. Nein. Das ist nice. Kann man die eigentlich upgraden? Anscheinend nicht. Okay, machen wir einfach mal ein Iron Upgrade. So war das 2. Scherweise. Da kann man sowas denken. Okay. Brauchen wir ein bisschen Dirt. Machen wir ein bisschen im Zep. Bett fertig. Und dann. Jetzt wird diese Farben einfach mal ein bisschen umbauen. Denn wir wollen ja nicht, dass das hier alles auch automatisch geändert wird, weil sonst wird das Ganze verstopfen. Heißt. Wir müssen diese Kiste auch. Wow! Das habe ich jetzt gerade erschreckt. Egal, das machen wir noch kurz.
Heißt 3 weiter. Heißt, die Kiste muss auch 3 weiter. So, aua. Das hat weh getan. Schön. Schön. Du kommst dann auch weiter nach da. Hier Chest. Dahin. Du kommst da rein und du kommst da rein und du kommst da rein. Mach das Transfer Note da drunter. Da kommt dann der Itemfilter rein. So. Jetzt haben wir schon die nächste ultra krasse Gedöns. Und mehr Kabel. Da war das Generator. Nice. Und schon brauchen wir weniger Kohle für mehr Energie. Das ist gut. So. Dann schließen wir das kurz an. Kabel gleich wieder wegmachen, weil ich da hoch muss. Alles fluidert. Lockstack, da. Kann ich die Kabel hier rüberziehen? Oh fuck. Lalala. Die hier ausweiten. 1, 2, 3, 4. Boah, perfekt, Alter. Warte, dann fluidert, hardened, Lockstack. Da bist du. Brauch nur eins. Heißt, das Ganze wird dann Radius mal 3, also kaltet dann 1, 2, 3, 4. Da kommt dann die Wasserquelle hin, dann 1, 2, 3, 4. Wird das Ganze halt mitten in der Energieproduktion stattfinden, ist ja auch egal. Ne? Wir könnten auch eine Insel mal bauen. Wir brauchen nur einen Grasblock irgendwie. Haben wir noch keinen, ne? Nein. Aber wir könnten auch eine Mycelium-Plattform bauen, das fällt mir gerade auf. Lass das mal machen. Yay! Können wir machen. Will ich sogar sonst so Farm hier abbauen und da dann diese Farm hinbauen. So, mach dich alles weg hier. Gut. Dann die Wasserquelle wird auch verschoben. Nach 3, 4, dort. Genau. Nein, doch nicht. Nach dort. Genau. Da kommt dann auch der Planter drunter. Ja, egal, dass da ein bisschen Wasser runterläuft. Yay, Upgrade. So. Wo ist denn dahin? Da kommen welche Richtung gehen wir? In die Richtung gehen wir, würde ich sagen. Wo hast du die Energiebox bekommen, du da unten? Guck mal, was ist da? Kann man hier eigentlich runter? Nee. Fliegen wir kurz runter oder gehen runter, je nachdem. Und schließen das Kabel. Liegt eine Karotte. Das sehe ich auch. Wo bist du? Ach da, hi. Hi. Ich hab's auch drauf. Okay. 25 Blöcke weg. Dauert noch was. Mal einfach ein bisschen mehr als 25 Blöcke. Connection is obstructed. Ja, gleich nicht mehr. So. So dumm, dass man einfach den Block danach wieder hinbauen kann, dann ist die Connection nicht abstracted. So. Nice, ich hab noch 2 Stück, das passt. Ja, dann das passt schon. Kriegst du das da und dann Old Seed, Redstone Seed, Nature Seed, Redstone Nether Quartz, bin ich hier. So. Das Ganze müsste dann in der Theorie funktionstüchtig sein. Funktionsfähig. Müsste. Mach ich da noch das Eisen-Upgrade rein? Dann werde ich doch ganz kurz das Ganze umhaken. Ich weiß gar nicht, ob ich das machen muss oder ob das. Macht der Play das automatisch mit dem Umhaken oder muss ich das selbst machen? Gute Frage. Oh, gut, dass ich ein Jetpack habe. Scheiß Bug. Bisher hat er nur da geplant, wohl schon. Egal, ich mach's mal einfach kurz. Jetzt einfach mal ein viel zu großes Magical Crops Feld, denn so groß werden wir es gar nicht bauen. So.
Kannst du mir vielleicht Cobblestabs bringen? Ich hab leider keine, aber ich kann welche machen. Moment. Oh, die drei Erde würden so perfekt passen, wenn die diese Energieproduktion nicht wäre. Aber die braucht ja auch keiner. Nein, niemand braucht Energie. Ey, können wir diesen Block nicht einfach eins nach vorne verschieben hier? Warum sind hier noch Kabel dran? Weil es sein muss. Echt jetzt? Oder? Ja. Warum? Können die Dinger nicht gleichzeitig Anschluss und Dings sein oder was? Nein. Hä? Weil wenn das nicht wäre, könnten wir die Farm erweitern. Warum ist das denn so? Ja, beruhig dich, ja, das ist mein Scherz. Ah, okay. Es hätte ja sein können, dass das nicht gleichzeitig Anschluss und Verbindung sein kann. Hätte ja sein können. Weiß ich nicht. Ich hätte gern halt ein Kabel dazwischen, um das ein bisschen regulieren zu können. Ja, klar. Nee, das Kabel ist okay, aber ich dachte vielleicht, es kann nicht gleichzeitig anschließend Input und Output sein. So. Dann, Leute, würde ich sagen, das war's von der Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da und bis zur nächsten Folge. Tschüss.